Guten Tag, mein Name ist Michael Börskens. Ich bin Professor an der Universität Passau und ich stelle Ihnen unseren neuen Studiengang Legal Tech vor. Dieser wird erstmalig ab Oktober 2020 angeboten und ist ein deutschlandweit einmaliges Angebot. Vielen Dank schon mal für Ihr Interesse, denn Sie haben mit Sicherheit die gleichen Fragen wie alle anderen auch. Unter anderem, was ist eigentlich Legal Tech? Was soll das bedeuten? Warum sollte ich das studieren und gerade in Passau? Und last but not least, wie läuft denn dann ein entsprechendes Studium ab? Schauen wir uns das Ganze etwas näher an. Zur ersten Frage. Was ist eigentlich Legal Tech? Nun, Ihnen ist vielleicht in der Presse oder auch schon aus eigener Erfahrung das Problem der Fluggastrechteentschädigung begegnet. Wenn Flüge ausfallen oder eine lange, das heißt mehr als dreistündige Verspätung haben, haben Sie nach einer EU-Verordnung einen verschuldensunabhängigen Entschädigungsanspruch gegen die Fluggesellschaft. Nun zahlen die Fluggesellschaften diese mit wenig Begeisterung, sodass man üblicherweise juristische Hilfe sucht. Und diese Hilfe kriegen Sie auch tatsächlich, und zwar über elektronische Systeme, wo Sie einfach nur Ihr Ticket einscannen müssen und ein kleines Formular ausfüllen. Danach wird alles automatisiert abgewickelt und Sie kriegen letztlich Ihr Geld. Ein großer Anbieter in diesem Markt ist das Unternehmen Flightright. Es gibt aber inzwischen vergleichbare Angebote auch in anderen Marktsegmenten, etwa bahnbuddy.de oder miethelden.de oder auch geblitz.de. In all diesen Fällen geht es um kleine Fälle, wo der Bürger sich automatisiert helfen lässt vom eigenen Wohnzimmer aus. Aber auch der Staat rüstet nach. Wir haben nämlich zum Beispiel bei der Prüfung von Steuererklärungen schon lange nicht mehr die individuelle Prüfung durch einen Sachbearbeiter, sondern wir haben zunehmend Systeme, die Auffälligkeiten entdecken und diese dann zur manuellen Prüfung weiterleiten. Die große Menge an Formularen kann also dank der Automatisierung schneller und einfacher bewältigt werden. Das Ganze ist aber für die jetzigen Juristen nicht unbedingt immer ein Grund für Begeisterung, denn man fürchtet, dass man wegautomatisiert wird. Ganz so schlimm ist es nicht, es geht nur um triviale Tätigkeiten, für die man nicht unbedingt zwei juristische Staatsexamina braucht. Letztendlich brauchen wir immer noch schlaue Menschen mit Rechtskunde, aber die Arbeit wird zunehmend eine andere und der Massenbetrieb wird stärker intellektuell fordert. Das ist keine ganz neue Entwicklung. Von Legal Tech 1.0 kann man sprechen seit den 80er Jahren, denn wir haben zum Beispiel Systeme zur internen Informationsverwaltung. Das fängt an mit schlichten Listen der Mandanten, die elektronische Fallverwaltung und geht bis zur kompletten Digitalisierung der eigenen Akten, der sogenannten E-Akten. Auch Fachdatenbanken haben wir schon lange. Juris ist eine große Datenbank mit Entscheidungen der obersten Gerichte des Bundes und heute auch der meisten unterinstanzlichen Gerichte. Aber Beck Online, der Beck Verlag als großer Fachverlag, bietet umfassende Informationen aus Zeitschriften, Kommentaren und Ähnliches per Knopfdruck an. Aus der modernen Kanzleitätigkeit ist dieser Online-Zugriff nicht wegzudenken. Diese großen Bibliotheken, die Sie hier hinter mir sehen, sind heute nicht mehr en vogue. Auch einfache Tätigkeiten wie die Berechnung von Fristen, etwa für die Einreichung von Klagen, die Erklärung eines Widerrufs oder Ähnliches, kann heute der Computer problemlos machen. Und man muss hierzu nicht mehr immer einen manuellen Fristenkalender kontrollieren. Schließlich die Buchhaltung. Wenn es ums Geld geht, haben wir immer schon automatisiert gemacht, weil hier bietet es sich an, bestimmte mechanische Bezüge automatisch herzustellen. Doppelte Buchführung, Belastung von zwei Konten ist nicht unbedingt eine Tätigkeit, die Menschen begeistert. All das wäre nicht wirklich spektakulär, aber wir bewegen uns im Zeitalter von Legal Tech 2.0. Und bei Legal Tech 2.0 sieht die Sache nun schon spannender aus.
Dabei geht es um Verfahren wie eDiscovery, das automatisierte Analysieren von Dokumenten, um bestimmte Gemeinsamkeiten oder Auffälligkeiten zu entdecken, etwa bei unserer Steuererklärung, aber auch beim Unternehmenskauf. Wenn Unternehmen fusionieren oder gespalten werden, geht es regelmäßig auch um Geheimnisse, die da entdeckt werden sollen. Spiegelbildlich das Generieren von Schriftsätzen per Textgenerator, etwa wenn es um Ihre Betriebskostenabrechnung bei der Wohnung geht oder wenn es um kleinere Streitigkeiten im Massenverfahren geht. Aber auch in Großverfahren, etwa bei Klagen gegen VW wegen des Dieselskandals, werden oft gleiche Texte genommen und nur modularisiert kombiniert, je nachdem, wie der konkrete Einzelfall ist. Das wäre viel zu aufwendig, das jeweils einzeln zu machen. Das Ganze geht aber noch weiter. Sie kennen alle Chatbots, die im Internet zunehmende Bedeutung erlangen, quasi fachspezifische Alexas, Siris oder Cortanas. Auch die bieten sich für Juristen an. Seiten wie frageinenanwalt.de können zunehmend auch automatisiert erkennen, worum es geht und Verknüpfungen herstellen. Das Ganze geht sogar so weit, dass in bestimmten Bereichen eine teilautomatische Streitbeilegung in Betracht gezogen wird. Das heißt, dass ein Computer einen Vorschlag macht für eine gerichtliche Entscheidung und dieser Vorschlag dann automatisch vom Richter vorgelegt und der Richter prüft nur noch das, was der Computer anregt. Sie werden es kaum glauben, auch die heutigen Berufsträger stehen dem Ganzen überwiegend optimistisch gegenüber. Fast 2/3 der aktuellen Anwältinnen und Anwälte sehen das Ganze als Chance. Nur ein ganz kleiner Teil von 8% sieht es als Gefahr für die eigene Tätigkeit. Da Sie aber in der Ausbildung sind, müssen Sie sich fragen, wollen Sie nicht gleich in den Zukunftsmarkt investieren? Oder wollen Sie lieber in der Vergangenheit schwelgen? Wenn Sie sich das angucken, fast alle Kanzleien hoffen, im Laufe des laufenden Jahres E-Akten einzuführen. 58% der Kanzleien planen hier konkrete Maßnahmen. Ein Großteil hat schon entsprechende Maßnahmen und ein anderer Teil wird in den laufenden Jahren einführen. Aber selbst 1/4 der Kanzleien beabsichtigt, individuelle Legal Tech Lösungen einzusetzen, das heißt speziell für Sie programmierte Lösungen. Warum sollten Sie also Legal Tech studieren? Die Antwort sollte auf der Hand liegen. Es geht hier um Menschen, die ein Doppelinteresse haben. Einerseits müssen Sie ein Interesse daran haben, Recht zu finden, mit Menschen umzugehen, Konflikte beizulegen, Gerechtigkeit zu finden. Sie müssen darüber hinaus aber auch ein Interesse an der Digitalisierung haben. Es muss Ihnen auch im Blut liegen, dass Technik unser Leben zunehmend gestaltet und wie man diese Technik sinnvoll, fair und nicht diskriminierend nutzen kann. Beide Elemente werden in unserem Studiengang verknüpft, sodass Sie am Ende beide Bereiche abdecken können. Das entspricht auch der großen Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Denn immerhin 68% der Anwältinnen und Anwälte sehen ein Hauptproblem darin, dass die IT-Kompetenz regelmäßig bei den Studierenden fehlt. Sie sehen aber auch in dieser Befragung, dass das unternehmerische Denken bei Anwältinnen und Anwälten auch ein Problem ist. Beiden Aspekten soll dieser Studiengang abhelfen, indem er ihnen entsprechende Qualifikationen und Kompetenzen vermittelt. Damit Sie sehen, warum das wichtig ist, derzeit ist es so, dass wir zunehmend in Spezialbereichen Anwendungsfälle für Künstliche Intelligenz haben, wo der Computer besser ist als der individuelle Anwalt. Das heißt, viele Trivialtätigkeiten werden künftig nicht mehr einen Menschen erfordern und Ihnen damit auch kein Geld mehr als Anwältin oder Anwalt einbringen. Wenn Sie dagegen der Entwickler entsprechender Plattformen sind, profitieren Sie davon, wenn die entsprechend eingesetzt werden, sodass der technische Bereich mit Sicherheit ein attraktiver Berufszweig ist. Was können Sie nun mit einem Legal Tech Studium machen? Zunächst mal kriegen Sie nach 8 Semestern, das sind 4 Jahre, einen Bachelorabschluss.
Mit diesem Bachelorabschluss können Sie sich bewerben und Sie können Unternehmen oder Kanzleien oder Behörden oder Gerichte beraten oder für diese Konzepte entwickeln, was Sie mit Technologie in Ihrem rechtlichen Tätigkeitsfeld machen können. Sie können aber auch noch weiter studieren und zwar im In- oder Ausland einen Master machen, der ein weiteres Jahr dauert, das sind 2 Semester, 12 Monate, und zwar wahrscheinlich im IT-Recht und können dann als Compliance Officer oder als Datenschutzbeauftragte bzw. Datenschutzbeauftragter arbeiten. Im Regelfall wollen aber die Leute, die Recht studieren, auch als Anwältin oder Anwalt tätig werden. Wir bieten ihnen daher die Möglichkeit, parallel zu ihrem Bachelorstudium bereits die Kurse zum Staatsexamen zu besuchen und so ohne größere Verzögerung auch am Ende als Volljurist qualifiziert zu sein. Dann können sie ganz normal tätig sein als Anwältin oder Anwalt, Richterin oder Richter, Unternehmensjurist, Unternehmensjurist oder sogar als Behördenleiterin oder Behördenleiter. Sie sehen, es gibt vielfältige Bereiche, in denen Sie tätig werden können. Und um Sie zu beruhigen, im Vergleich zu vielen anderen Märkten ist der Legal Tech Markt ein extremer Wachstumsmarkt. Seit Jahren verzeichnen wir dort eine erhebliche Nachfrage, die momentan von Absolventinnen und Absolventen klassischer Studiengänge nur teilweise und wenig befriedigend gedeckt werden kann. Damit sind wir nun beim für Sie spannendsten Teil. Wie läuft nun ein Legal Tech Studium ab? Dazu müssen Sie sich erstmal fragen, warum Passau und nicht anderswo? Die Antwort lautet, wir bieten als einzige deutschlandweit einen entsprechenden Studiengang an, und zwar nach dem Konzept Jurastudium Plus, das heißt, Sie lernen alles, was ein Staatsexamensjurist kann, aber darüber hinaus auch noch weitere Kompetenzen. Zudem ist dieser Studiengang grundlegend interdisziplinär. Das bedeutet, Sie sitzen mit Studierenden der Wirtschaftsinformatik bzw. Informatik in den gleichen Vorlesungen, genauso aber auch mit anderen Juristinnen und Juristen. Sie kriegen also von vornherein die Personen, die hinterher auch im Beruf mit Ihnen zusammenarbeiten, in denselben Raum. Dann ist das Ganze praxisorientiert. Wir versuchen Sie von vornherein mit Anwendungsfällen zu füttern und Kontakt aufzunehmen zu Unternehmen oder Personen, die in diesem Legal Tech-Bereich aktiv tätig sind. Und schließlich, ich habe es schon angedeutet, bei uns haben Sie den Vorteil, Sie können parallel zum Bachelor auch das Staatsexamen machen. Damit hätten Sie dann die Doppelqualifikation. Sie wären besser als ein Jurist, der nur das Staatsexamen hat. Sie wären aber auch in jedem Fall besser als jemand, der nur einen Bachelor hat. Was hat dieser Studiengang nun für Inhalte? Zunächst mal natürlich geht es um Jura. Und Jura hat einen ganz erheblichen Anteil. Jura ist fast alles, was man im Grund- und Hauptstudium lernt. Ausgenommen ist im Wesentlichen nur der Schwerpunktbereich. Darüber hinaus haben wir dann spezifische Veranstaltungen zum Thema Legal Tech, wo es gerade um juristische, technische Fragen geht, eben um Daten, Algorithmen, Netzwerke und IT-Sicherheit. Schließlich gibt es einen Anteil Wirtschaftsinformatik. Dabei lernen Sie Mathematik und Informatik. Sie lernen aber auch Wirtschaftswissenschaft, das heißt betriebliche Strukturen und Abläufe. All das zusammen fügt sich zu einem Gesamtbild eines Profils zusammen von einer Person, die Unternehmen beraten kann, wie sie Verfahren technisiert, automatisiert und optimiert. Das Bild der Dreiteilung spiegelt sich auch bei den Prüfungen wider. Sie sehen, 57% der Punkte im Abschluss sind Juranoten. Das heißt, die Rechtswissenschaft hat den deutlichen Schwerpunkt. Die Bachelorarbeit macht 10% aus und die Wirtschaftsinformatik 27%. Das spezifische Legal Tech Wissen macht nur 6% aus,
was daran liegt, dass dieses eben auf der Wirtschaftsinformatik und den Jura-Vorlesungen aufbaut. Das heißt, dass da nichts revolutionär Neues kommt, sondern gerade nur eine Verknüpfung. Wenn Sie sich ganz grob einmal unseren Stundenplan ansehen wollen, dann sehen Sie, auch dort setzen sich die drei Säulen fort. In den ersten beiden Semestern haben Sie im Zivilrecht und im Staatsrecht Grundkurse. Die Klausuren dazu werden alle erst im zweiten Semester geschrieben. Aus der Wirtschaftsinformatik lernen Sie Mathematik. Das geht deutlich über die Schulmathematik hinaus. Das heißt, man muss da schon ein bisschen mathematisches Verständnis mitbringen und auch Grundzüge der Wirtschaftsinformatik. Darüber hinaus lernen Sie Internetcomputing. Das ist eine Veranstaltung aus der Informatik, wo Sie eben Grundzüge der Denkweise oder der Abläufe eines Computers kennenlernen. Das Ganze wird dann wieder verknüpft durch die Legal Tech Vorlesung Algorithmen und Recht, wo es darum geht, wie man solche Verfahrensabläufe durch Algorithmen darstellen kann. In den folgenden Semestern vertieft sich das Ganze dann. Im Recht lernen Sie etwa Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht oder Schuldrecht und Sachenrecht. Sie sehen auch, wir haben über zwei Semester Vorlesungen im Europarecht. Der Grund dafür ist die zunehmende Bedeutung der Europäischen Union für unsere gesamte Rechtsordnung. Da muss man schon ein solides Verständnis haben. Ansonsten sehen Sie im Informatikbereich, zunächst mal geht es um Datenbanken, dann geht es um Programmierung mit Skriptsprachen und später dann klassischere Ökonomie mit Organisation, Rechnungswesen, Kostenrechnung und ganz zum Abschluss des Studiums dann auch Geschäftsprozessmanagement, Change Management und betriebliche Anwendungssysteme, um eben den spezifischen Anwendungsbezug der Technologie und der Wirtschaftswissenschaft für Verfahrensabläufe zu verdeutlichen. Wir haben eingeplant für Sie zudem ein Praktikum. Das heißt, Sie haben dann 6 Wochen in einer Kanzlei oder einem Unternehmen, wo Sie sich mit Legal Tech beschäftigen. Ganz zum Ende kommt auch eine 6-wöchige Bachelorarbeit. Das heißt, eine Hausarbeit, eine Themenarbeit, die Sie bei einem der Juraprofessoren regelmäßig schreiben werden. Da können Sie dann Ihre Fähigkeiten zeigen in der Rechtswissenschaft bzw. in der technischen Umsetzung von rechtlichen Verfahren. Das Ganze, wie gesagt, über 8 Semester, das heißt 4 Jahre. Und die Prüfungen sind jeweils Semesterabschlussklausuren, das heißt am Ende des jeweiligen Semesters. Wie unterscheidet sich das jetzt von einem normalen Staatsexamenstudium? Beim Staatsexamenstudium haben Sie 10 Semester Studienzeit, das heißt 1 Semester länger. Und dabei ist 1 Semester das Prüfungssemester, wo Sie Klausuren und mündliche Prüfungen beim staatlichen Prüfungsamt haben sollen. Das Staatsexamen sieht darüber hinaus vor allem einen Schwerpunkt auf das Ende vor. Die Leistungen im Studium gehen nicht unmittelbar an den Abschluss ein, sind zwar Voraussetzungen für die Zulassung, die Abschlussnote ergibt sich aber ausschließlich aus den Klausuren, mündlichen Prüfungen oder dem universitären Teil aus der Seminararbeit. Alles, was vorher ist, ist vergessen und vergeben. Beim Bachelor beginnen die Prüfungen schon im ersten Semester und jede Prüfung geht mit einem relativ geringen Anteil natürlich in den Abschluss ein. Das heißt, Sie müssen kontinuierlich arbeiten, es gibt aber am Ende keinen großen Knall, dass es überraschend endet. Die Prüfungen im Staatsexamen werden überwiegend nicht an der Universität abgenommen, und zwar überwiegend auch von Praktikern, das heißt von Richtern, Staatsanwälten oder Staatsanwältinnen. Das heißt, hier haben die Professoren nur einen geringeren Einfluss. Demgegenüber beim Bachelor werden Sie geprüft von den Leuten, die Sie auch unterrichtet haben. Das heißt, Prüfung und Studium decken sich in einem besonders hohen Maße. Ich habe schon angedeutet, man kann beides parallel studieren und das kann man, obwohl bestimmte Inhalte fehlen. Zunächst mal,
Alle Veranstaltungen aus dem Bachelor können Sie sich auf Ihr Jurastudium anrechnen lassen und umgekehrt die Jura-Veranstaltungen auf den Bachelor. Wenn Sie beides parallel machen, erwerben Sie wertvolle Zusatzkompetenzen, die auch dokumentiert sind. Und schließlich haben Sie, wenn Sie einen Bachelor machen, schon direkt nach der Universität einen berufsqualifizierten Abschluss, während das erste Staatsexamen im Wesentlichen nur die Vorbereitung für den Referendardienst und das spätere zweite Examen ist. Was fehlt nun genau, wenn Sie Staatsexamen und Bachelor vergleichen? Zunächst mal die Grundlagenfächer, das heißt deutsche und römische Rechtsgeschichte, Methodenlehre und eine allgemeine Einführung in die Rechtswissenschaft. Stattdessen vermitteln wir Ihnen technische und ökonomische Verfahrenskenntnisse. Die Grundlagen als solche werden teilweise aber auch in den normalen Vorlesungen abgedeckt. Hier verpassen Sie für Ihren Abschluss erstmal nichts. Es ist zwar ein spannendes Gebiet, aber es ist nicht prüfungsnotwendig. Es fehlen weiterhin Schlüsselqualifikationsveranstaltungen, also Rhetorik, Verhandlungsführung und Ähnliches. Das können Sie auch selbstständig nacharbeiten. Wir haben in Passau ein Zentrum für Karriere und Kompetenzen, ZKK, was Ihnen dazu Möglichkeiten eröffnet. Auch das ist aber keine Zulassungsvoraussetzung für das Staatsexamen, sondern dient vor allem Ihrem eigenen Interesse. Wir haben darüber hinaus hier extrem viele praktische Veranstaltungen im Studiengang selbst, sodass Sie da auch nicht viel verpassen. Darüber hinaus fehlen allerdings auch einige inhaltliche Vorlesungen, namentlich Kommunalrecht, Familienrecht, Verfassungsgerichtsbarkeit, bayerisches Verfassungsrecht, Staatshaftungsrecht und Erbrecht. Das sind insgesamt 9 Semesterwochenstunden. Eine Semesterwochenstunde hat 45 Minuten pro Woche. Diese können Sie parallel zum Bachelor besuchen. Sie haben dazu genug Freizeit. Darüber hinaus gibt es aber auch hervorragende Lehrbücher, sodass Sie das gegebenenfalls nacharbeiten können. Es fehlen darüber hinaus die Übungen für Fortgeschrittene. Diese bestehen im Wesentlichen daraus, dass Klausuren und Hausarbeiten geschrieben werden müssen. Das können Sie problemlos nach dem Bachelor nachholen. Wenn Sie sich ohnehin auf das Staatsexamen vorbereiten, schaden ein paar zusätzliche Klausuren in keinem Fall. Es fehlt auch eine Fremdsprachenveranstaltung. Auch diese können Sie parallel zum normalen Jurastudium machen oder gegebenenfalls nachholen. Schließlich fehlt noch der Schwerpunktbereich. Derzeit hat er einen Umfang von 16 bis 18 Semesterwochenstunden in Passau. Künftig wird aber der Umfang durch eine Neuregelung des bayerischen Gesetzgebers begrenzt auf 12 bis 14 Stunden. Wir bieten in Passau einen Schwerpunkt Informations- und Medienrecht an und dieser Schwerpunkt hat erhebliche Überschneidungen mit dem, was Sie ohnehin schon im Legal Tech Bachelor gelernt haben. Das heißt, hier ist Ihr Lernaufwand deutlich geringer und Sie können dadurch erheblich Lern- und Zeitaufwand sparen und so sehr schnell in das Schwerpunktstudium hineinkommen. Schließlich fehlen noch Examensvorbereitung und Prüfung. Das heißt ein Klausurenkurs und ein Repetitorium, die wir ebenfalls in Passau anbieten und die Sie im Anschluss an Ihren Bachelor besuchen sollten. Auch das ist aber praktisch kein großes Problem. Wir haben ungefähr geschätzt, dass Sie spätestens nach 12 Semestern mit beiden Studiengängen fertig sein sollten und dann 2 Abschlüsse in der Tasche haben. Viele von Ihnen werden sich jetzt noch fragen, ist es nicht sinnvoller, einfach nur eine Zusatzausbildung zu machen oder nach meinem Staatsexamen einen LLM, einen Masterabschluss, als Weiterbildung zu machen? Zunächst mal, nur in diesem Studiengang haben Sie von Anfang an eine Verzahnung von Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Informatik. Bei Weiterbildungsstudiengängen müssen Sie davon ausgehen, dass alle 2 Jura studiert haben, aber noch keine technischen Kenntnisse, sodass vor allen Dingen die Technik von Null an vermittelt wird. Hier greift alles ineinander.
Der zweite Vorteil ist ein wirtschaftlicher. Weiterbildungsstudiengänge, egal ob in den USA oder in Deutschland, kosten Geld. Bei uns studieren sie gebührenfrei, abgesehen von den Sozialbeiträgen, damit sie auch ein Mensaessen kriegen können. Dieser Studiengang ist ein wissenschaftlicher Studiengang. Das bedeutet, wir vermitteln Ihnen umfassende Grundlagenkenntnisse und nicht nur konkrete Anwendungsfelder. Das bedeutet, Sie sind auch vorbereitet auf Technologien, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, weil Sie sowohl die rechtlichen als auch die ökonomischen und technischen Grundlagen kennen und diese auf unbekannte Sachverhalte übertragen können. Schließlich haben Sie nur bei uns die Chance, von vornherein auch mit Fachstudierenden Verbindungen aufzubauen, die ein Leben lang halten. Sie kennen nach einem Studium in Passau Informatiker, Wirtschaftswissenschaftler und Juristen und können diese dann hinterher als ihr Netzwerk auch im Beruf nutzen. Damit wäre ich am Ende mit meiner Vorstellung dieses Studienganges und freue mich auf Ihre Rückfragen zu allem, was ich gerade erklärt habe. Vielen Dank.